Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind in der Bruchrechnung unterwegs und heute schauen wir uns den GGT an. Der GGT ist der größte gemeinsame Teiler. So. Wofür braucht man den? Der ist total praktisch, wenn man Brüche addiert oder dividiert, weil ihr wisst ja, aha, da muss man ja den gleichen Nenner haben. Und genau darum geht's. Mit dem größten gemeinsamen Teiler kann man sich die Sache halt etwas einfacher machen. Wir fangen mit einem Beispiel an, damit das Grundprinzip klar ist. Wir gucken uns jetzt die Zahlen 6 und 12 an. Und von der 6 und der 12 suchen wir jetzt den größten gemeinsamen Teiler. Und dafür brauchen wir erstmal die Teilermenge. Wir schreiben jetzt also alle Zahlen einmal auf, durch die man 6 teilen kann. So, das wäre die 1. 6 geteilt durch 1 sind 6. Das ist die 2. Ne? 6 geteilt durch 2 ist 3. Dann ist es die 3. Alles klar. Und die 6. Das sind alle Teiler, die die 6 hat. Schauen wir uns das bei der 12 auch an. Die Teilermenge. So, dann haben wir die 1, die 2, die 3, 4 geht natürlich auch, 6 und 12. Okay, so, jetzt haben wir alle Teiler, die wir bei 6 und bei 12 haben. Und jetzt schauen wir, was ist der größte gemeinsame Teiler? So, beide haben eine 1, beide haben die 2, beide haben die 3 und beide haben die 6. Dann ist der größte gemeinsame Teiler von 6 und 12 eben 6. So, so funktioniert das. Und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal mit zwei Beispielen an. Also, die 12 und die 18. Da wollen wir mal schauen, ob wir den GGT finden und als erstes die Teilermenge aufschreiben. So, das braucht ihr nicht jedes Mal machen. Wir machen das aber heute, damit es einfach üblicher ist. Also, 12 geteilt durch 1 geht natürlich, 12 geteilt durch 2 geht auf, durch 3 geht auf, durch 4 geht, 5 geht nicht, durch 6 geht und durch 12. Hatten wir ja gerade schon. Jetzt schauen wir mal, wie es bei der 18 aussieht. Teilermenge. Also 1 geht, 2 geht, 3 geht, 4 geht nicht, 5 geht nicht, die 6 geht, geht noch mehr, die 9 und 18. Okay, und jetzt müssen wir nur wieder gucken, wo ist der größte gemeinsame Teiler? Und das ist hier die 6 und hier die 6. Und dann jetzt zur Schreibweise, machen wir es mit Rot, der GGT, Klammer auf, von 12 und 18 ist gleich in diesem Fall 6. So schreibt man das auf. Das ist die Schreibweise. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Einfach zerlegen. Okay, ein Beispiel machen wir noch. Auf geht's. Wir schauen uns die Zahlen 18 und 36 an. Als erstes nehmen wir wieder die Teilermenge. So, Klammer auf. Also, 18 ist durch 1 teilbar. Durch 2, durch 3, durch 6, durch 9 und natürlich durch 18. Alles klar. Wie sieht es bei der 36 aus? Teilermenge. Klammer auf. 1 ist klar. 2, 3. Natürlich auch in der Viererreihe. 5 nicht, aber in der Sechserreihe. Weiter geht's. 7 nicht, 8 nicht, aber 9er-Reihe. Dann geht's weiter durch 12. Was geht noch? Durch 18 und natürlich durch 36. Okay, dann haben wir alles und dann ist es jetzt ja ganz einfach. Der GGT von 18 und 36 ist, und jetzt schauen wir, was ist die größte Zahl? Hier ist es die 18 und hier die 18, also 18. Und schon sind wir fertig. So kann man das machen und so ist das immer richtig. Ich zeige euch aber jetzt noch eine Sache, die noch ein bisschen besser funktioniert, besonders dann, wenn die Zahlen sehr groß sind, und das ist die Primfaktorzerlegung. Schaut euch das mal an. Wir nehmen mal 12 und 18. So, wenn ich das mit der Primfaktorzerlegung auseinandernehme, dann ist 12 gleich
2 mal 6 und dann kann ich sagen, 12 ist gleich 2 mal 2 mal 3. Dann habe ich es maximal zerlegt. Nehme ich die 18, dann kann ich sagen, das ist 2 mal 9. Dann kann ich sagen, das ist 2 mal 3 mal 3. Und dann habe ich die 18 auch zerlegt. Und nun schaue ich, was ist bei der Primfaktorzerlegung identisch? Ich habe eine 2 und ich habe eine 2. Ich habe eine 3 und eine 3. Und das heißt, hier ist es die 6 und hier ist es die 6. Denn das haben die beiden Zahlen gemeinsam. Und dann kann ich durch diese Variante sagen, dass der GGT von 12 und 18 eben 6 ist. Diese Variante ist genauso richtig wie die Zerlegung und sie funktioniert immer und eben besonders bei hohen Zahlen. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man den größten gemeinsamen Teiler findet. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.